Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, kurz vor den News aus Amerika 14:30. Auftragseingänge, langlebige Güter und mehr ist hier heute zu erwarten. Wir wollen uns den Goldpreis anschauen, den wir heute Morgen schon unter die Lupe nahmen und hierbei speziell eben vor dem Hintergrund, dass wir ja negative Tendenzen lokalisieren konnten, sprich die FTSE-Vektorlogik deutet auf weitere Verluste hin und auch die Wochentagsstatistik. Jetzt kommt die News aber rein und der Goldpreis erholt sich justamente. Wir gehen direkt mal in den Live-Chart, um uns das Bild hier augenblicklich anzugucken im 30-Minuten-Chart-Intervall. Kurz kleine Aktualisierung vorgenommen. Und da sind wir schon. Wir sehen sehr schön, dass der Goldpreis hier aktuell im 30-Minuten-Chart, wir gehen mal in den 15-Minuten-Modus, sehen wir hier sehr schön die aufgefächerte negative Rainbow-Struktur und den jetzigen Aufwärtsimpuls. Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind mit minus 1,8 stärker gefallen als erwartet. Hier gab es nur Prognosen von minus 0,5. Das heißt, der Goldpreis huldigt gerade die negativen Nachrichten und die erwartete Tendenz in Richtung 176, 178 blieb aus. Allerdings muss man jetzt eben abwarten, was der Goldpreis jetzt hier macht. Denn generell sehen wir hier aktuell den Rücklauf an das Vortagestief, was wir hier gestern markiert haben. Da laufen wir gerade rein. Wir machen das Ganze mal ein Stück weit größer, um das aktuell zu visualisieren. Der Euro unterdessen jetzt nochmal abgesackt kräftig nach unten. Der Goldpreis, wie gesagt, honoriert das hier mit einem starken Impuls nach oben. Jetzt ziehen wir schon deutlich nach oben raus und jetzt ist die Umkehrbewegung, die sich heute Morgen andeutet, nach unten auch im Sinne der FTSE-Vektorlogik und der negativen Tagesstatistik natürlich ein Stück weit relativiert. Wir sehen, der Goldpreis versucht sich hier diesem zu entziehen, aber wir haben hier nach wie vor vorliegend einen intakten Abwärtstrend im M15. Das heißt, mal abwarten, ob der Goldpreis hier nicht nochmal unter das Vortagestief zurückfällt. Wenn das nämlich geschieht, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier nochmal Tagestiefs in Richtung 1177 rund sehen können. Dies würde auch hier diesen negativen Rainbow im M30, wir sehen hier das positive Momentum der vergangenen Tage, dann hier wie gesagt das Kippen und jetzt spinnt der Rainbow, so nennt man praktisch dies, wenn die gleitenden Durchschnitte einen Wechsel vollziehen. Hier die Rainbow-Struktur spinnt sozusagen jetzt hier negativ ein, dreht negativ ein, verdeutlicht negatives Momentum. Und dies zeigt sich hier eben sehr, sehr schön, dass der Goldpreis rein technisch jetzt vor der Gefahr steht, auch hier das Vorwochentief, Schrägstrich Vormonatstief anzulaufen. Und da bewegen wir uns im Bereich um rund 171,50, wenn es dazu kommt, dass der Goldpreis eben jetzt hier sich nicht nachhaltig erholen kann. Es kann gesagt werden, wenn wir hier in dem Modus bleiben, speziell heute nochmal unter das Vortagstief fallen, dann sind hier weitere Verluste anzunehmen, bis mindestens in den Bereich 1177. Andernfalls, wenn der jetzige Impuls der Auftragseingänge langlebige Wirtschaftsgüter hilft, den Goldpreis nach oben zu hieven, dann sollte man hier auf das Level von 1187,50 rund achten. Gehen wir nämlich darüber, dann kann es dazu kommen, dass wir hier in Richtung 1190-1200 Dollar vor Tageshoch hier aus den Morning Session vielmehr dann ansteigen können. Und das würde für den Goldpreis natürlich dann bedeuten, dass auch hier generell nochmals die Marke von 1200 Dollar je Unze in den Fokus rückt und dies vor dem Hintergrund, dass das hier in den letzten Tagen immer wieder das Widerstandslevel war. Da muss der Goldpreis drüber hinausziehen, um hier wirklich auch auf Tagesbasis signifikante weitere Signale nach oben zu senden. Aber wir sehen aktuell hier im M30, jetzt nochmal in dem M15, wie die Kerze hier aktuell wieder zurückkommt. Und wenn wir uns eben jetzt hier nicht nachhaltig über dem Vortagestief etablieren können, und danach sieht es aktuell nicht aus, dann muss man sehen, die aktuellen Kerzen hoch. Wir gehen nochmal in den M5, um das Bild nochmal ein Stück weit deutlicher zu machen. Da haben wir den M5-Verlauf. Machen wir das Ganze ein Stück größer. Da sehen wir hier die starke News-Kerze. Das ist natürlich bei News immer der Fall. Die Risiken aggressiver Bewegungen. Da sehen wir hier in dieser Kerze innerhalb von eben der News-Minute eine so starke Bewegung von in Anführungszeichen 4 Dollar, das hat der Goldpreis während des gesamten Tages fast nicht sich bewegt und das ist hier bei den News natürlich keine Überraschung, dass es hier immer Impulsivitäten gibt. Jetzt aber ganz, ganz interessant nochmals auf das Vortagestief hingewiesen. Da hat er jetzt aktuell seine Schwierigkeiten. Die Kerze selbst schließt in knapp 40 Sekunden. Jetzt gibt es hier wie gesagt das wilde Tauziehen. Wenn wir hier per 5 Minuten drunter bleiben, dann dürfte sich der Abwärtstrend weiter fortsetzen und die Gefahr, dass der Goldpreis dann auch während der nächsten Tage schwächer tendiert, ist durchaus gegeben. Das heißt, das grundsätzliche Szenario hier, dieser Annahme von heute Morgen, hat sich weitestgehend erfüllt. Es dürfte also hier im weiteren Tagesverlauf noch Verlust in Richtung 1000
177 rund geben können. Warten wir ab, ob der Markt einem den Gefallen tut. Er kämpft ja, wie gesagt, augenblicklich damit, sich zurück zu hangeln über das Vortagestief und hier wieder nach oben zu laufen. Aber unterhalb von 1.187,50, das hier diese rote Linie, das sind hier die Hochs von heute Morgen, bleibt der Goldpreis generell in einer gefährlichen Situation, die hier vielmehr noch für weiterfallende Preise spricht. Da zeigt auch die Range. Wir sind aktuell 8,48 $ gelaufen vom Kerzenhoch bis zum Kerzentief. Und im Schnitt sehen wir hier, haben wir hier eine Range, die bewegt sich so grob im Bereich um 11, 12 $, im großen Schnitt sogar Richtung 14 $. Das heißt, wir haben hier durchaus noch ein Stück weit Potenzial. Und jetzt sehen wir hier aktuell, wie der Goldpreis doch wieder sozusagen zu seiner amtlichen Schwäche zurückkehrt. Die Momentumstrukturen M5. Momentumstruktur M15 klar negativ, und wenn sich das eben fortsetzt, dann deutet sich das auch auf den nächst höheren Timeframe an, und das wäre dann hier der M30, und das bedeutet dann grundsätzlich hier eine weitere negative Tendenz. So viel zum Goldpreis, zu den aktuellen News. Wie gesagt, die Kerze kommt hier schon wieder zurück. Sieht ganz interessant aus. Also Vortagestief hier als Widerstand jetzt aktiv bestätigt, und im Grunde genommen spricht hier viel dafür, dass der Goldpreis jetzt doch weiter abkippt. Warten wir ab, was noch kommt. Wir haben noch einige News, auch heute noch 16 Uhr, 15:45 zu erwarten. Also hier ist sicherlich noch einige Volatilität zu erwarten. Der Tag heute aus den USA mit reichlich News gespickt. Dazu schalten wir uns aber später nochmal hinzu, wenn die US-Märkte eröffnen bzw. kurz davor stehen. Das kündigen wir wieder im Stream an. Bis dahin, viel Erfolg bei Ihren Geschäften, Ihr Christian Kämmerer.